Hey Leute, heute gibt es dann wieder ein Modern Combat 5 Live-Commentary. Ich spiele jeder gegen jeden auf Dasher, mit der U4, denke ich mal. Und schau mal, was ich so reißen kann. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt hier mal endlich zu Ende lädt. Ja. Okay, da ist irgendwie mal so ein Bug, dass es so aussieht, als würde ich die Bosk auswählen, aber dann kommt doch die U4. Ist immer ein bisschen komisch, der Bug, aber naja, was soll's. So, den ersten haben wir. Okay. Der Nero. Shit, Alter. Ja, okay, wenn er von hinten kommt, kann ich nichts machen. Das ist der erste Platz, 11 zu 4. Der. Das kann ich aufholen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Da bin ich mir sicher. Pocket LP. Oh. Lol, der Pocket LP ist da. Und da habe ich leider den Engel abgeschlachtet hier. Okay, da werde ich hier mit Granaten zugespammt. Das ist nicht so vorteilhaft für mich jetzt. Okay. Da habe ich den. Wer ist das? Der Angel. Schon wieder der Engel. Der wird sich bestimmt ein bisschen aufregen. Okay. Das war ein Headshot. Heute habe ich mal wieder kein Thema, über das ich mit euch reden möchte. Verreckt doch! Jawohl. Unaufhaltbar. Ich könnte euch vielleicht ein bisschen was über das Patrouillieren erzählen, falls ihr nicht wisst, was es ist. Das ist mir so gerade eingefallen. Das mache ich jetzt zwar hier gerade nicht, aber scheiße, Mann. Der hat schon 14 zu 7. Im Patrouillieren geht es halt darum, dass man halt an einem bestimmten Ort die ganze Zeit, also den Ort halt die ganze Zeit abläuft und halt alles killt, was einem in den Weg kommt. Das ist eigentlich eine ziemlich effektive Methode, um ziemlich viele Kills zu bekommen und auch sichere Kills. Auf Dächer wäre Patrouillieren, denke ich mal, auf dem Dach ziemlich sinnvoll. Aber ich mache es jetzt mal nicht. Aber ich denke, ihr wisst, was Patrouillieren ist. Deswegen brauche ich das jetzt eigentlich gar nicht zu erklären. Ich kann es ja mal schnell machen. Hier, warte. Oh. Da unten haben wir einen Gegner. Irgendwo da unten ist ein Gegner. Wie gesagt. Und wieder der Pocket LP ist mit seiner Pistole rumgelaufen. Den ersten Platz will ich auf jeden Fall noch einholen. Da war ja gerade der erste Platz. Stirb. Okay, kommt einer von hinten. Alter, der hat mich mit der Granate zu sehr geschwächt. Da kam da hinten mit der Sering. Okay, im Moment noch eine 5er KD. Ich habe es jetzt endlich geschafft, meine KD auf 2 zu machen. Jedenfalls wird es mir so angezeigt. Ob sie wirklich genau schon genau auf 2 ist, weiß ich jetzt nicht. Er schießt dann mit dem Raketenwerfer und dann würde ich wieder von hinten gekillt. Okay, ich bin erster Platz. Wie gesagt, ich hole den vorhergehenden ersten Platz noch ein. Und ich halte mein Wort. Ich hoffe, dass das jetzt auch so bleibt erstmal. Es sind ja nur noch 1,5 Minuten. Okay, jetzt brauche ich Feinde, damit ich hier Kills bekommen kann. War das gerade der ehemals erste Platz? Kann es sein? Weiß ich jetzt nicht. Wie er da wegspringen will, der Batman, Alter. Verreck. Alter! Von der Red, okay. Das war jetzt zu viel. Ich habe immer noch, nicht mehr. Ich habe keine 5er KD mehr, sondern jetzt eine 4er KD. Aber das reicht mir auch. Hauptsache es ist 2 oder besser. So. Okay, nur noch eine Minute, beziehungsweise 52 Sekunden mittlerweile. Und da war wieder ein Gegner. Der Engel mit seiner Aufschlaggranate und seiner Red hat keine Chance gegen mich. Einzelkampf ist halt einfach mal der beste Spielmodus. Ich denke, da stimmen mir eigentlich die meisten Leute zu. Ja, wobei, eigentlich muss es ja nicht sein. Schreibt mal in die Kommentare, was für euch der beste Spielmodus ist, was euer Lieblingsspielmodus ist. Alter, ich hätte ihn sogar fast noch gekillt. 23 zu 6, okay, ich denke, der erste Platz ist mir sicher. Es ist jetzt mal wieder ein kurzes Live-Commentary. Ich habe jetzt auch gerade nicht so viel Zeit. Da habe ich wieder den Abdullah, den habe ich aber auch schon öfter gesehen. Ich denke, mit dem Score kann ich ganz zufrieden sein hier. Die Gegner sind auch etwas anspruchsvoller. Aber halt nicht so unglaublich anspruchsvoll. Da wieder den Abdullah, kann es sein? Okay, schade, den Kill habe ich nicht mehr bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, 24 zu 6. Der Pocket LP ist rausgegangen. Lasst eine Bewertung da und dann würde ich sagen,
Ciao und bis zum nächsten Mal.